Hoi, meine Kung-Fu-Schüler, Sensei East meldet sich zurück mit Biomutant, Leute. In der letzten Folge sind wir hier bei plüschigen Elvis angekommen und haben den kleinen Nono gefangen, der hier in diesem Gras war, was hier rumstand. Und ja, jetzt müssen wir ihn zurückbringen. Ich bin gespannt, wir spielen in der Vergangenheit, wir spielen den Lütje Dumdun. Ne, so die Rasse sind wir ja. Und noch haben wir keinen Namen. Wie gesagt, schreibt mir den Namen gerne in die Kommentare. Und vielleicht auch eine knackige Bewertung unter das Video. Würde mich freuen. Und da sind wir schon am Baum. Das ist bestimmt dieser Lebensbaum dann, oder? Interagieren. Wollen wir mal kicken. Zack. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Oha! Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Ich sollte unserer Mamu natürlich keine Sorgen bereiten. Wie sage ich ihm das am besten? Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Er hat dich für eine Weile verloren. Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Was sind Weltenfresser? Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Oh, da müssen wir Kilometer machen. Nuko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Wie besiegen wir den Wellenfresser? Seine Freunde haben für jeden Weltenfresser etwas vorbereitet. Der Mekton, der Oktopod, der Mute und der Glibbergleiter sind fast schon einsatzbereit. Okay, da müssen wir wahrscheinlich da nur noch helfen. So oder so werdet ihr euch wiedersehen.
sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Mhm. Du Wuhu. Da haben wir sie wieder. Unsere... Hier, damit können wir diese Nonos fangen. So, okay, jetzt müssen wir hier rauskommen. So, endlich geht's los. Ist schon sehr, sehr storylastig, das Ding hier. Das muss man wirklich sagen. Also, da ist viel geredet. So, da hinten war doch ein Seil, genau. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug halten. Denn man tau, da wollte ich eben so letztes Mal schon dran. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Welt aussieht. Bestimmt richtig moi. Bestimmt gibt's hier richtig. Der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Das ist doch mal eine Mission. Einfach mal die Umwelt und alles retten und schützen und... Spritten LS. Ja, das weiß ich doch. Zack. So, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Ha, also für mich. Zack. Mal sehen. Ich habe gerade dran gepisst. Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest Wegweiser frei, indem du mit ihnen interagierst. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um dort schnell hinzureisen. Okay. Todeszone. Nassinsel. Blättergewühl. Sehr geil. Oh, sehr geil. Es wird bestimmt super. Es wird bestimmt super. Guck mal. Wir gehen als erstes mal hier hin. Kann ich hier nicht irgendwie so ein... Zoom. Verfolgte Quest. Wage dich in die Welt hinaus. Na komm, wir laufen einfach mal. Ich dachte, ich könnte mir irgendwie so einen Wegpunkt setzen. So einen eigenen. Karte. Ja, genau, da haben wir die Karte. Aber ich muss mir doch Wegpunkt platzieren. Ach so, das kann ich dann nur... Okay, auf die Sachen drauf. Alles klar. Keine Quest, die wir verfolgen. Das ist das. Dieser Abschnitt, in diesem Abschnitt kannst du deine Rüstung und Waffen ändern. Die Kreissymbole repräsentieren einen Teil des Körpers, der mit Ausrüstung ausgestattet werden kann, die gefundenen oder bei Händlern gekauft wurden. Deine Favoriten kannst du im Outfit-Menü speichern. Gesicht keine. Du kannst deine Ausrüstung nach unterschiedlichen Werten sortieren. Du kannst das markierte Ausrüstungsteil verschrotten, um Herstellungsressourcen. Drücke dazu Y. Alles klar. Aber da haben wir ja noch nichts. Was ist das? Der Rücken? Keine Gegenstände. Komm, das machen wir alles spät. Aber hier ist noch irgendwas. Inventar. Hier. Perfekt. Dann war es das. Karte. Aber was will der mir denn jetzt hier auf der Karte anzeigen? Einfach, dass ich da hin muss? Okay, wir laufen jetzt einfach mal los. Alter. Wer ist er denn? Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Im Laufe der Zeit haben die Weltenfresser in dieser Welt Spuren hinterlassen. Aha. Dies ist nicht das erste Dorf und auch nicht das letzte, das ihm zum Opfer fällt. Okay, sieh, da... Jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Ach, hör, der sieht total traurig aus. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht,
dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die eine ganz, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Nur wenige handeln stets nach den gleichen Maximen. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlungen bestimmt dein Aura-Wert, welcher deinen Dialogoptionen mit anderen Charakteren beeinflusst. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Für Interaktion mit Gefangenen und Psi-Schreien erhältst du Psi-Punkte. PSI-Punkte. Damit kannst du PSI-Kräfte freischalten. Psi wahrscheinlich, ne? Ja. Die Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. So, lass mich helfen. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Hoi! Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Was gibt es am Licht schon zu mögen? Es schmerzt in den Augen. Es schmerzt nicht so sehr wie dein Anblick. Immer musst du persönlich werden. Und du tust so, als ob es das nicht wäre. Pow! So, noch hat Licht Überhand. Können wir ändern? Schreibt's mir in die Kommentare. Wir können auch böse spielen. Du hast einen Psi-Punkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte im Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden erfordern eine bestimmte Aura-Wertung. Du kannst ihm mit Psi-Punkten nur Kräfte freischalten, die entweder keine Farbe oder die gleiche Farbe wie dein aktueller Aura haben. Babam! Oh, noch mehr Gerede. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Vor allem, wie ist er so fix? Wie ist er das Seil hochgekommen, Leute? Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Tamuk Gabamuktab. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Mayani Bebuko Kontabe. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Das auch noch. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Okay. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Derjenige bin natürlich ich. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Haben die Stämme die Weltenfresser angegriffen? Warum die Myriad? Er spürt, dass du die Weltsicht der Myriad teilst.
Die Myriad würden jemanden willkommen heißen, der bereit ist, gegen die Tyrannei der Jagni zu kämpfen. Auketo, dul atto, ihr Mann auch. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. Ayabu, aya. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Alles klar. Also, Questverfolgung. Deine aktuellen und begonnenen Quests werden dir im Tagebuch angezeigt. Schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quest verfolgt werden soll. Öffne dazu den Tagebuchreiter und wähle eine andere Quest aus. Okay, genau. Im Tagebuch findest du Informationen zu deinen Quests sowie alle bisherigen Tutorials und Dialoge. Gut. Haben wir das? Das ist Myriad. Achso, guck mal, das sind die anderen. Oh, der sieht aber grimmig aus, ne? Der maximal dunkel. Guck mal, oha. Maximal hell, das sieht man richtig den Unterschied. Er ist auch hell. Er ist dunkel. Einigermaßen hell, der sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, Wingsuit-Footballspieler. Und einen pinken darf auch nicht fehlen. Pichu heißt der. Pichu, Pichu. Okay, wir gehen mal zur Karte. Und zwar würde ich sagen, ich spreche mit denen hier, ja. Mit denen. Würde ich sagen, dass wir die Lieben machen. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Okay, weiter geht's. Wir haben gesagt, wir gehen zu denen. Neue Hauptquest. Ein Bündnis. Ja, das werden wir jetzt in jedem Fall schließen. Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Ich glaube, wir können nicht schwimmen, Leute. Guckt mal, wie der schwimmt. Oder muss das so? Oh, da geht meine Ausdauer runter. Aha. Aha. Okay, da muss ich aufpassen. Wasser ist also nicht so seins. Hopp. So. So, dann laufen wir mal zu den Myriad. Was hier denn los? Tun die mir was? Okay, mir egal. Wir lassen die erstmal in Ruhe. Ich weiß noch nicht, wen wir uns hier anschließen und wen nicht. Das finden wir dann raus. Da können wir die erstmal in Ruhe lassen, dass die mal da miteinander spielen. Würde ich sagen. Ich bin hier der Laufe-Ninja. Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ein Kriegsgebiet. Naja, bunt ist es immer noch. Okay. Gucken wir mal hier so an den Felsen. Ich finde das mega cool gemacht. Ich finde das echt süß gemacht. Ist und auch geil. Guck mal, da hinten ist die Festung. Nice. Können wir von hier aus auch die andere Festung sehen? Ne, leider nicht. Die ist da hinten ist was. Sieht man aber nur so weit weg. Weiter geht's. Immer Richtung den Myriad. Die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen. Dann wirst du es wissen. Ah, da ist so ein Wegpunkt. Guck mal, den werden wir mal eben aktivieren. Dann können wir nämlich immer hier, da müssen wir eben dran pissen. Das nutzt ja nichts. So, mal eben Revier markieren hier. So. Nämlich Papas Revier hier. Sauber. Und jetzt können wir dann quasi hier hinreisen, ne? Ja, ist gut. Okay. So, dann gehen wir mal in die Festung der Myriads. Ich bin gespannt. Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Tag. Sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Der Sifu will mich sicher sehen. Das war die falsche Antwort. Sagt, viele wollen mit dem Sifu sprechen. Du hast aber Glück, da gerade ein Termin frei geworden ist. Sauber, hab ich wieder Sahne. Was, Herr Secht? Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben,
Nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Also, er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt im Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Gerecht? Er hat gehört, dass du steinalt in Bunker 101 gegen die Plünderer geholfen hast. Offensichtlich möchtest du anderen immer helfen. Das ist eine Haltung, die ihr gemeinsam habt. Aha, ich habe allen geholfen. Er ist überzeugt, dass du nicht grundlos zurückgekehrt bist und freut sich, dass du hergekommen bist. Und ich hatte gar keine andere Wahl, ich musste dem helfen. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Ist klar, Paula. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Meine Mamu? Deine Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die sechs Waffen. Den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Der Sifu sagt, ihr solltet die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Im gesamten Land herrscht Unruhe und in allen Richtungen lauern Gegner. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allem glaubst, gibt es noch Hoffnung auf ein Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Weltenfresser besiegen, um den Baum des Lebens zu retten. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt Nein sage, habe ich dann die Chance, nochmal hier hinzukommen, um mir das andere erstmal anzuhören? Oder muss ich mich jetzt anschließen? Ich mache jetzt mal Nein, wenn wir Pech haben, schließen wir uns dann halt der dunklen Seite an und machen Kasala. Ich hoffe, dass wir dann wieder zurückkommen können. Das hatte er von dir nicht erwartet. Du bist ein reines Wesen, das schon gut auf die Welt kam. Die Dunkelheit, die dieses Land befallen hat, scheint dir zu Kopf gestiegen zu sein. Er glaubt, du solltest noch einmal nachdenken und auf dein Herz statt auf deinen Verstand hören. Ansonsten muss er dich als Feind behandeln. Ja, das ist ein bisschen kacke jetzt, weil ich hätte mir gerne nochmal die Geschichte von den anderen angehört. So bin ich gezwungen, also jetzt schon mal die zu nehmen. Komm, scheiß drauf. Warnung, dadurch wird die Rettung des Baumes des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Sifus können nur vereint oder unterworfen werden. Na komm. Yalla, yalla, tick, tick. Ist genau. Erleichtert, dass du genau. Zur Einsicht gelangt bist. Sicher, mein Wärst Freund. Du gegangen, hättest du dir einen Feind gemacht. Du bist jetzt mit den Myriad verbündet. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Unterwerfen? Den Myriad wurde eine Aufgabe gegeben. Sie sollen die Stämme vereinen und ihr Schicksal bestimmen. Die Stämme müssen von einer starken Hand in die Zukunft geführt werden. Mit Myriad verbündet. Naja, ich hatte ja keine Wahl, mehr oder weniger. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Wenn du den Kampf nicht zum Gegner bringst, bringt der Gegner den Kampf zu dir. Wenn das Überleben in Gefahr ist,
gibt es keine andere Möglichkeit als Krieg. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Aha. Den müssen wir jetzt als erstes fertig machen. Den Yatni. Was hat er für einen Auftrag? Zirkustänzer oder was? Gibt noch einen Ninja, das bin ich. Ein sanftes Wesen. Also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Gemeinsam das Land teilen? Einst gehörten alle zum gleichen Stamm, doch ohne deine Mamu, die sie geleitet hat, wandten sich die Schüler gegeneinander und gründeten ihre eigenen Stämme. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen... Ja, bla bla, das hast du eben schon gesagt, mein Junge. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten dem alten Dorf einen Besuch abstatten. Welche Familie? So. Er versteht, dass du dich nicht erinnerst, doch er spürt einen gewissen Verlust. Mm. So, endlich, Feierabend. Och. Mein Gott, der hat uns jetzt aber echt lange zugesülzt. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder hier raus. Wir können uns das auch eben hier so ein bisschen angucken. Machen wir wieder eine längere Folge von. Ist ja auch wirklich viel Gerede hier. Wir können ein bisschen planschen. Hier, unser Ding fliegt in der Luft. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Ausrüstung. Da haben wir nicht. Da haben wir noch nichts. Irgendwas haben wir doch gerade neu gekriegt. Da! Söldner Brustpanzerung. Die Welt kann kommen. So ein Quatsch. Also wir können dann auch also nackig rumlaufen. Aha. Dies ist das Outfit-Menü, in dem du verschiedene Ausrüstungskombinationen zusammenstellen und speichern kannst. Ich hab ja noch nix. Da sind wir nackedei. Naja, gut, weiter geht's. Der Roboter, Funktion. Ah, guck mal, den können wir dann... Ah, okay, der wird uns später noch ein guter Helfer sein. Okay. Aber irgendwas ist hier doch noch. Verdammte Axt. Haben wir noch was hier vergessen an der Hand? Das ist mal ein Messer. Das ist mal ein Messer, da sagst du mal was. Wollen wir noch Haupthand? Ja, da haben wir auch das. So, jetzt ist egal, jetzt laufen wir. So, komm. Mein Roboter. Was war da? Also, warte mal, hier ist eine Kiste, Leute, guck mal. Katsching. Ja, ein bisschen Munition. Hier, der hat mir Licht gemacht. Hier, Ninja bewegt sich natürlich nur heimlich über die Dächer fort. Sehr gut. Und da ich ja der Ober-Ninja bin, wissen wir alle, ihr kennt mich. Immer beste Tarnung am Stadebolzen. Ja, hau rein, Keule. Dass du aufgibst, damit die Welt endlich brennen kann. Was stimmt denn mit dir nicht, Fräulein? So, jetzt müssen wir einmal rüber zu den anderen da. Den habe ich schon angepisst, ne? Mal sehen. Ja, okay, da brauchen wir gar nicht kicken. So. Dann müssen wir da unten zu den Höhlen.
Warte mal, kann ich jetzt nicht hier unseren Kollegen da hinten helfen? Die haben sich da eben die Birne eingehauen. Kann ich eben links, rechts Ninja-Moves machen? Weiß aber nix. Nix. Gut, die haben sie vertrieben. Meine Bros dürfen die nämlich nicht angreifen. Das läuft jetzt nicht mehr. So, ich bin mal gespannt. Da unten ist eine Höhle, da müssen wir rein. So, darunter. Ich weiß gar nicht, ob wir Fallschaden bekommen. Eben, wo ich klein war, hatten wir das nicht. Ja, ich muss da. Ich darf nur nicht ins Wasser fallen, weil dann... Ja, okay, jetzt werden wir es rausfinden. Hat mir nicht wirklich was gebracht. Sauber. Also geil ist halt auch, dass wir zumindest schon mal schnell laufen können. Hopp. Ja, wie könnten wir den dummen Dunnen denn heißen nennen? Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, wenn kein gescheiter Name rumkommt, dann bleiben wir bei dumm Dunn. Oh, what the fuck? Pass auf, da vorne ist ein Mumm. Ein Wackelmumm. Position hart erwischt. Besonders die Wackelmumms wurden entstellt und entfällt. Da hab ich direkt erstmal mies erwischt. Der hat Level 3, Mann. So, auf ihn mit Gebrüll. Weg. Oh, er hat uns mies erwischt. Oh, der holt seine Keule. Weg hier. Warte mal, ich versuche mal hinter ihm zu kommen. Ist halt tot. Ja. Beruhigen wir uns mal eben bitte. Ja. Nein. So, jetzt. Oh, miese Treffer kassiert, aber den schaffe ich ja im Leben noch nicht. Unseren Wackelmump hier, warte mal, an dem. Oh, hier liegen schon voll viele Tote, ey. Auch die Armen. Der trifft mich halt voll, ey. Guck mal, ich komme gar nicht mit Energie auffüllen nach. Oh. Weg, Mann, zur falschen Seite gerollt. Das nenne ich eine Fleischwunde. Immer hinter dem bleiben, dann geht's eigentlich. Ah! Du musst gar nicht so kommen mit deinem Scheiß hier, Freundchen. So, jetzt haben wir die Oh! Ah, ich kann nicht so schnell immer weg, ey. Aua! Weg! So, letztes Energieding nehmen wir jetzt. Ah, die Hälfte haben wir. Ja, das war gut. Ah, wenigstens ein bisschen getroffen. Wieder weg. Oh ja, stimmt. Ich kann ja nicht endlos. Habe ich vergessen. Komm schon. Hin. Pow, sagt der. Pow. So, komm, die können wir aber echt schaffen. Ja, lass den mal drehen. Oh, jetzt muss ich nachladen. Hin. Yes. Weg. Sauber. Nachladen. Komm schon, viel hat er nicht mehr. Das schaffen wir. Im Wackelhum. Mumm, nicht hum. Nicht gierig werden, Abfahrt. Ah! Hat er uns noch erwischt, aber komm, wir schießen. Oh, komm, ein Schuss noch. Oh, bitte treff ihn nicht. Da jetzt. Pau. So. Yes!
So, hat er uns was fallen gelassen hier irgendwie? Ah, da hinten, guck mal hier. Katsching, kleines Gesundheitspaket. Dein Ernst? Dein Ernst, Junge? Ich habe 10 für dich verbraucht, ey. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Charakter, so. Wir machen noch was für unsere Gesundheit, würde ich sagen. So ist es besser. So ist fein, ne? Sauber. Mutationsmenü. Gehe zum Mutationsreiter, um Psy-Kräfte und Biogenetik freizuschalten, um deine Widerstände zu verbessern. Mutation. Biogenetik. Warte mal, wie viel habe ich denn? 3. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeiten gelegt hast, während du einem Gegner zugewandt bist, um Mottenmund zu nutzen. Gemeine Galle. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeiten gelegt hast, um gemeine Galle zu nutzen. Du speist giftigen Schleim in die Richtung, in der du schaust. Okay, eins von den beiden. Ich nehme den Mottenmund. Ja. Katsching, katsching. Mottenmund legen wir auf Y. Drücke die zugewiesene Taste, um eine Fähigkeit zu nutzen. Und drücke und halte dabei gleichzeitig LTE. Ja, ist gut. Wollen wir mal testen, wa? Okay, das testen wir im nächsten Kampf, Leute. So, jetzt wollen wir mal den Besuche das Dorf der einer Kindlingsheit. Oh, es ist kaputt. Ein Ort, an dem die Zeit verloren ist. Aber man spürt ein Kribbeln, wenn man hier ist. Es gibt hier etwas Besonderes, das dich anzieht. Mhm. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht finden wir ein bisschen was von unserer Mamu. So, hier pisse ich jetzt einmal vor. Ist nämlich mein Revier, ist mein Dorf. So. Sauer. Mal sehen. Nein, wir brauchten nichts sehen. Okay. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte... Hey! Echos einer lange verlorenen Vergangenheit flüstern im Wind. Leute, diese Kindheitserinnerung machen wir in der nächsten Folge Biomutant. Wir sind noch Dumdun. Das ist halt die Spezies, die wir sind. Und wie gesagt, schreibt mir einen Namen für den guten Jungen hier in die Kommentare, den wir ihm geben können. Würde mich freuen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, dann wisst ihr immer, was hier abgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.